Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Bohrinsel, ist der Eingang zu einer Forschungsplattform, die sich hier, tief unter der Meeresoberfläche, auf einem Felsen befindet. Jetzt ist das Riff mit dem Namen Iodo zum Politikum geworden. Genau hier überschneiden sich die Luftverteidigungszonen von Korea und China. Nachdem Peking eine solche Überwachungszone eingerichtet hatte, hat Korea nun erklärt, seine auszuweiten. Als Provokation gegen China will man das offiziell aber nicht verstanden wissen. Wir glauben nicht, dass dadurch unser Verhältnis zu China oder Japan beeinträchtigt wird. Wir suchen nach einer friedlichen Lösung für Ostasien. Die Lage im Ostchinesischen Meer ist derzeit extrem angespannt. Streit gibt es auch um diese unbewohnte Inselgruppe, die sowohl China als auch Japan für sich beansprucht. Im asiatisch-pazifischen Raum geben bislang die USA den Ton an. China will das ändern. Washington lässt den Flugzeugträger USS George Washington in der Region patrouillieren. Auch Chinas Luftwaffe ist alarmbereit. Der Streit um Felsen und Inseln ist längst mehr als nur ein Territorialkonflikt. Er ist ein Kräftemessen zwischen der aufstrebenden Weltmacht China und der alten Supermacht USA.